Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr heute wieder dabei seid zum heutigen Portaltag. Ich möchte gemeinsam mit euch in die Karten schauen, was möchte hier im kollektiven Feld wahrgenommen, was möchte angeschaut werden, was dient hier zur Selbsterkenntnis, was dient und nährt hier dem Seelenweg. In diesem Sinne würde ich dich einmal bitten, dich an einen Ort zurückzuziehen, an dem du völlig ungestört bist. Einmal kurz deine Augen zu schließen, in dich hineinzuatmen und hineinzuspüren, sodass du intuitiv genau weißt, welche Botschaft deine Seele nährt und welche Information deinem Seelenweg dient. Und wenn du magst, dann öffne langsam deine Augen. Und wir schauen jetzt gemeinsam in die Karten. Was möchte gesehen, was möchte wahrgenommen werden? Im kollektiven Feld. Ja, dann lasst uns mal auf das Grundthema schauen. Hier ist König der Münzen. Hier geht es um Stabilität, hier geht es um Sicherheit und Stabilität. Hier geht es auch um finanzielle Aspekte. König der Münzen ist sehr mit materiellen Werten beschäftigt. Hier geht es darum, finanzielle Absicherung, finanzielle Fülle zu kreieren. Hier ist man beschäftigt im Wirken und Schaffen, wie man quasi materielle Werte und auch finanzielle Sicherheit gewinnen kann. Und hier ist der Ritter der Schwerter. Hier geht es scheinbar darum, dass man hier schnellstmöglich etwas erreichen möchte. Hier möchte man schnellstmöglich ein Ziel erreichen hinsichtlich einer, hier kann es auch um vertragliche Sachen gehen. Hier kann es um vertragliche Aspekte gehen. Ich schaue mal schnell dahinter. Ah, okay. Also hier geht es tatsächlich, hier kann es auch um eine Verbindung, eine Beziehung, eine Partnerschaft gehen. Man möchte hier gern in Sicherheit, man möchte gern Stabilität. Und das so schnell wie möglich, das möchte man jetzt hier umsetzen. Ist das auf Geschäftsebene, dann geht es hier um Verträge, dann geht es hier auch in diesem Aspekt mit 6 der Kelche, geht es auch gern darum, dass man hier auf Geschäftspartnerbasis schnellstmöglich hier alles in Sack und Tüten bringen möchte. Hier möchte man Sicherheit, hier möchte man ein festes Fundament schaffen. Es kann in einer Beziehung, Verbindung, es kann hier aber auch auf Geschäftsbasis sein. Es kann aber auch sein, wenn man hier gerade selber ein Projekt plant. Man möchte jetzt hier schnellstmöglich Stabilität hinsichtlich dieser Sache. Also hier geht es tatsächlich darum, das ist Erdenergie, hier geht es darum, im weltlichen Geschehen jetzt hier Ergebnisse zu sehen, etwas Handfestes zu sehen und das so schnell wie möglich. Und das ist hier aber leider, das ist der Verstand, der möchte das jetzt hier gerne in Sack und Tüten bringen, der ist hier unruhig, das ist hier so ein inneres Rasensein, hier ist man schon ganz außer sich, hier ist man schon ganz ungeduldig, hier ist man schon völlig außer Rand und Band, weil man die Sache jetzt hier gerne in die Stabilität bringen möchte. Hier möchte man jetzt alles in Sack und Tüten bringen. Wir schauen mal weiter. Aha, okay. Und jetzt kommt hier irgendetwas, kommt jetzt hier im Ausgleich. Also hier ist jetzt die Gerechtigkeit zu sehen. Und die Gerechtigkeit möchte hier etwas in Ausgleich bringen. Das heißt, hier erhebt man das Schwert, um so schnell wie möglich etwas
umzusetzen, das ist der Verstand. Und hier kommt die Gerechtigkeit und die sagt hier gerade, Moment mal, das muss hier im Ausgleich erfolgen. Hier ist gerade der Verstand im Vormarsch, aber hier gehört noch etwas anderes dazu, damit es in die Stabilität kommen kann. Hier fehlt noch etwas. Ja, die Kraft. Hier versucht man jetzt mit Macht etwas zu erwirken in dieser Situation. Versucht man jetzt hier mit Macht etwas zu erwirken. Hier kommt aber der Hinweis, dass hier etwas, man kann hier nicht nur ins Wollen und gehen oder es zu wollen, hier fehlt noch etwas und man kann es hier nicht mit Macht erwirken. Auch hier haben wir wieder die Lemniscate, die liegende Acht. Hier möchte etwas im Ausgleich sein, im Fluss. Das heißt, hier bedeutet es zu schauen, das hier ist das Ego, ist der Verstand. Ich will das jetzt, bringt mir Sicherheit, dann kann ich mich gut fühlen, dann geht es mir besser. Punkt. Und jetzt sagt hier aber die Gerechtigkeit, Moment mal. Das hier ist der Planet Erde und hier muss es im Umkehrschluss muss es für alle gut sein, für beide Parteien, für dich und auch für die andere Partei. Es muss im Ausgleich sein und genau das sagt hier die Lemniscate, es muss im Ausgleich sein. Hier kann man noch so viel Kraft im Handeln aufbringen, es wird nichts erwirken, wenn hier nicht auf beiden Seiten das gleiche Maß besteht. Schauen wir mal weiter. Aha, okay. Hier möchte nämlich, jetzt haben wir die Kelchenergie. Wenn wir hier den Verstand haben, haben wir jetzt hier das Herz. Und hier geht es darum, sich mal hinzusetzen und nicht hier wie der wilde Reiter nach vorne zu preschen und es umzusetzen, zu wollen, zu müssen, zu sollen, hier sein Ergebnis zu erreichen, sondern hier geht es jetzt darum, zu sagen, okay, wo soll es denn jetzt hier eigentlich hingehen? Wo möchte ich denn hin? Was würde mich denn in dieser Situation, was würde mich in dieser Verbindlichkeit, in dieser Festigkeit, in dieser Stabilität, was würde sich für mich dadurch erfüllen? Welche Erfüllung kann ich dadurch erfahren? Und wie erfüllend ist das dann auch für mein Umfeld, also für das große Ganze? Ja, hier, wenn ich das jetzt hier gerade so sehe, wenn man hier so voranprescht, so die Mauern einreißen möchte, um hier etwas in die Stabilität zu bringen, um hier seine Münze quasi der Stabilität zu bekommen und man hier so lospowert und so losrennt, ist klar, dass hier das Zeichen kommt, stopp. Es muss ein Ausgleich zwischen Aktivismus und Passivität sein. So. Also, Aktionismus, Passivität, es muss ein Ausgleich sein. Das heißt, wenn man hier gedanklich Energie reingibt, dann darf man auch in die Annahme gehen. In das, okay, es kommt jetzt zu mir. Und wenn dieser Ausgleich, das heißt, es etwas dafür zu tun, und zu wissen, dass es so ist, es kommt zu mir, ich kann mich hier entspannt hinsetzen und ich kann hier aufmachen, mein Herz öffnen, um zu empfangen. Weil das ist das Gesetz des Universums, die Energie, die ich aussende, kommt zu mir zurück. So, und hier haben wir jetzt den Aspekt, scheinbar macht man hier nicht auf, hier verschränkt man die Arme vor dem Herz, weil hier tut noch was weh. Und jetzt, wenn ich diesen Aspekt hier gerade sehe, merke ich, der Verstand ist hier über dem Herz. Hier möchte etwas durchgesetzt werden, wo Universe, Spirit oder die göttliche Führung, wie auch immer man das für sich persönlich bezeichnet, im Endeffekt ist das das große Ganze. So wie es für mich gut ist, ist es auch fürs große Ganze gut. Und das große Ganze möchte immer, dass es das Bestmögliche, quasi, dass die bestmögliche Variante dabei herauskommt.
Und wenn ich hier, ohne darauf zu achten, sondern hier irgendetwas fest im Kopf habe und da versuche, die Wand durch, die Mauer durchzurennen, dann werde ich das körperlich merken. Und das kann sich hier, wenn dieses Verhältnis Kopf und Herz, das ist hier im Ungleichgewicht, der Kopf triggert gerade, der unterdrückt quasi das Herz, der macht die Gefühle klein. Die Gefühle dürfen hier nicht, die dürfen sich nicht zeigen, die werden hier unterdrückt. Das heißt, das Maul, was hier vom Löwen, der Löwe öffnet sein Maul, um zu brüllen, weil hier irgendwas nicht passt emotional, und dann versucht man das quasi zuzudrücken. Das ist der Verstand. Und es geht hier darum, mit der Gerechtigkeit, dass die Kraft aus dem Herzen aufzubringen, um hier in die Festigkeit und Stabilität zu kommen. Mit dem Verstand geht das hier gerade nicht. Hier hinzusetzen, in die Annahme zu gehen, zu schauen, dass man hier aufmachen kann, das ist an Aufmachen, zu geben und zu nehmen. Das ist im Gleichgewicht, das ist das Gesetz des Universums, das ist die Lemniscate, das ist die liegende Acht. Und darum geht es hier in dieser Situation, wo man hier gerade nicht weiterkommt, dass man diese Erkenntnis gewinnt, dass man hier hat man die Möglichkeit, dieses Gesetz des Universums zu erfahren. Wie erfahre ich das? Indem ich meine Grenzen. Und hier geht es um das Ego, der Verstand, das Ego, ich möchte etwas durchsetzen. Das ist das niedere Selbst. Und hier geht es darum, das niedere Selbst zu erfahren, ist immer durch den Schmerzkörper. Das heißt, aktuell sind hier gerade im Körper Schmerzen, wodurch man merkt, dass man hier nicht im Gleichgewicht ist. Hier ist man auf etwas fokussiert, aber man löst es nicht mit dem Gesetz des Universums oder mit der Energie des Universums, sondern versucht hier etwas mit dem Verstand zu erwirken. Und das wird sich hier auf körperlicher Ebene als schmerzhaft zeigen. Das kann zum einen sein der Schulter-Nackenbereich. Wenn der Verstand triggert, dann ist es meist die rechte Seite, der männliche Aspekt im Sein. Das heißt, der rechte Schulterbereich, da können sich die Schmerzen vom Nacken, vom Halswirbel, vom Nacken bis in die Schultern ausdehnen, bis in den rechten Arm, bis in die Fingerspitzen kann das gehen. Und wenn es richtig derb ist, wenn man wirklich dann immer noch nicht sagt, okay, stopp, hier muss ich mich gerade mal zurücknehmen mit meinem Verstand, dann kann das sogar bis runter in das rechte Bein gehen, in die Hüfte, in den unteren Lendenwirbelbereich. Und das ist das Ergebnis durch diese Situation, wenn hier gerade die Gefühle, die Emotionen unterdrückt werden. Und das möchte hier in Ausgleich gebracht werden. Ja, und weil diese Situation gerade vorherrscht, weiß man nicht, was man tun soll. Man kommt auch im weltlichen Geschehen nicht zum Handeln. Man kann nicht herausfinden, was ist jetzt hier die bessere Lösung, wonach soll ich mich entscheiden, was kann ich hier machen. Das ist wie so ein Hamsterrad. Man ist hier im Strudel der Gedanken gefangen, weil diese Energie gerade wirkt. Und das zeigt sich schmerzhaft. Der Ego-Schmerzkörper zeigt sich dann immer auf der physischen, auf der körperlichen Ebene. Das heißt, da können Schmerzen im körperlichen Bewusstsein auftreten. Und wenn man in diesem Hamsterrad drin steckt, dann kann man keine Entscheidung treffen, dann kann man hier auch keine Lösung finden. Und genau in diesem Strudel steckt, kann es durchaus sein, dass man jetzt hier gerade drin steckt und man überhaupt nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Und das ist gerade der Grund dafür. Und jetzt schauen wir mal weiter. Das Ass der Kelche, um hier wieder friedvoll eine Lösung zu finden und wieder Stabilität auch in sich selbst zu finden, geht es darum, die Gefühle fließen zu lassen, sich hinzusetzen und einfach mal alles so sein zu lassen, es einfach mal so laufen zu lassen, denn es läuft alles. Das Herz schlägt von ganz alleine, der Atem fließt von ganz alleine. Man läuft von ganz alleine, die Augen öffnen sich von ganz alleine, man braucht nichts tun, es funktioniert, man lebt. Und das ist Lebendigkeit und das ist der Fluss des Lebens. Und alles, wo man denkt, man muss, man will, das ist der Verstand. Und jetzt geht es darum, den in Ausgleich zu bringen. Und wie kann ich hier aus dieser Struggle-Situation rauskommen? Indem ich mich wirklich rausnehme, hinsetze
in mich sinniere, sage ich jetzt mal. Das ist so eine Art Kontemplation. Und zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Dankbarkeit. Ich gehe jetzt in die Dankbarkeit. Dankbarkeit für meinen Körper, für meinen Herzschlag, für meine Atmung, für die 5 Minuten, die ich mir gerade nehme, um einfach nur da zu sitzen und nichts zu müssen, nichts zu sollen, nichts zu machen, einfach nur zu sein. Und genau in diesem Moment kommt innerlich wieder alles in Fließen. Man verbindet sich wieder mit der Lemniscate, mit der liegenden Acht. Man verbindet sich wieder mit dem Fluss des Lebens. Und in dem Moment merkt man auf einmal im Hier und Jetzt, hey, ist alles gar nicht so wild. Ich finde hier eine Lösung. Es wird alles gut. Und in dem Moment kommt man wieder in sein inneres Vertrauen. Man kommt wieder in seinen Frieden. Man findet wieder in seiner Mitte. Man ist wieder im Fluss und schwimmt nicht wie so ein armer Irrer entgegen des Stroms, weil man denkt, man muss. Und hier ganz ehrlich, hier sind wieder die Glaubenssätze, nicht gut genug, nicht richtig. Und ich muss noch mehr tun, um hier richtig und gut zu sein. Ich muss noch das und das machen, dass ich Anerkennung bekomme, Wertschätzung bekomme. Ich muss noch das und das machen, das muss noch erledigt werden. Genau das ist hier gerade der Strudel. Und mit dem heutigen Portaltag besteht hier quasi die Möglichkeit, sich aus diesem Strudel bewusst einmal herauszumanövrieren. Das ist eine Übung, eine Praxis. Und wenn man das regelmäßig absolviert oder praktiziert, dann kommt man hier, weiß man einfach, wie man sich immer wieder rausholt aus dieser wilden, ja, wilden inneren Fahrt. Ihr Lieben, ich möchte hier gerne jetzt nochmal eine schöne Energiekarte draufziehen, aber ich glaube, hier haben wir eigentlich schon eine wunderbare Lösung gefunden zu dem heutigen Portaltag. Wenn es hier wieder kniept und zwickt innerlich, dann geht es einfach darum, oh, schaut mal, hier haben wir die Sexualkraft heute. Die Sexualkraft, das ist die reine Schöpferkraft. Das ist die Energie, aus der quasi alles entsteht und geschafft wird. Und ich sage euch was, das ist genau die Energie, die durch den Verstand unterdrückt wird. Und die Sexualkraft ist die Energie, die im Wurzelchakra beginnt und sich dann durch die Kundalini-Energie, durch die Schlange, die im Wurzelchakra eingerollt ist, die steigt nach oben bis ins Kronenchakra, bis zum dritten Augechakra. Dort kommt sie aus dem dritten Auge. Das ist der bewusste Seinszustand. In diesem Moment sieht man die Wahrheit hinter allem Sein. Man kann alles in diesem Moment ganz klar sehen, was einem hier in diesem Zustand völlig unklar ist. Und hier geht es darum, diese Kundalini-Energie zu wecken. Das kann man zum einen durch verschiedene Atemtechniken, durch Yoga, durch Körperübungen, durch sportliche Betätigung, durch Spazierengehen, Verbindung mit Mutter Erde. Natürlich kann man das hier auch durch den körperlichen Akt in einer Partnerschaft, kann man da auch die Kundalini-Energie wecken. Durchs Tanzen, durch kreative Sachen, wie auch immer, die Sexualkraft ist die reine Schöpferkraft, mit der man hier in dieses Schaffen und Wirken, in diese Stabilität kommt und nicht durch den Verstand hier etwas erreichen wollen oder zu müssen. Ihr Lieben, in diesem Sinne hoffe und wünsche ich aus tiefstem Herzen, dass euch dieses Reading hier wundervolle Erkenntnisse geschenkt hat. Ich wünsche euch einen gar wundervollen Portaltag. Alles Liebe zu euch und auf bald.